Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen nochmal ganz kurz zu einem kleinen Infovideo. Also wird es wieder 20 Minuten lang. Mein Kind, das ist ja von mir, stellt euch darauf ein. Mal ernsthaft. Ich habe es jetzt soweit geschafft. Also das soll ja eigentlich nur so ein paar Infos geben für Holy Trinity, die Apokalypse. Da habe ich es dann jetzt geschafft, mit Aventuro wirklich alles nachzusynchronisieren. Das ist ja dann Part 15 bis 17. Wir haben wieder eine Menge Spaß gekriegt dabei. Also einen davon habe ich schon geguckt, der ist richtig, richtig lustig. Und ich denke mal, die anderen, die ich hinterher nochmal kontrollieren werde, werden genauso lustig sein. Der Spielsound ist bei diesen Parts natürlich dann nicht vertreten. Den haben wir nicht im Nachhinein eingefügt, aber das ist auch nicht schlimm. Also stört nicht. Zwischendurch ist dann mal natürlich so ein paar Sekunden dann auch mal vielleicht nichts zu hören, aber ich selber fand es jetzt auch, sag ich mal, wenn ich jetzt nur ein normaler Zuschauer gewesen wäre, auch nicht wirklich sonderlich störend. Also an sich unterhalten wir, denke ich mal, trotzdem noch gut und es ist auf jeden Fall doch schön anzugucken. Ja, und in dieser Hinsicht muss ich ja wirklich sagen, ich Fuchs. Denn wir hatten zuerst ganz kompliziert da irgendwie gedacht, wie wir das denn machen könnten mit dem Nachsynchronisieren. So von wegen, dass jeder von sich aus zu Hause das mit Audacity aufnimmt, seine Stimme. Dass ich dann über die Bildschirmübertragung bei Skype das Video halt anmache und wir dann halt das so kommentieren und dann im Nachhinein alles zusammenfügen. Das ging viel einfacher. Ich habe zwar Bildschirmübertragung angemacht, das Video aber dann einfach mal auch klein gelassen und im kleinen Format abgespielt und dann einfach Camtasia angemacht. So wurden unsere Stimmen direkt aufgenommen und Video dazu auch, mussten wir nichts im Nachhinein zusammenfügen, sehr viel Stress und Schieberei erspart. Von daher perfekt synchron, perfekt alles. Und ja, das Einzige, wie gesagt, was halt nicht perfekt ist in dieser Hinsicht, ist natürlich, dass der Spielsound nicht da ist, aber hey, shit happens. Ist jetzt nicht besonders tragisch, wenn für drei Parts da kein Ingame-Sound da ist, finde ich jedenfalls. So. Das dazu. Und ich muss gestehen, also ich muss mich ganz, ganz doll für etwas jetzt schon mal im Voraus entschuldigen. Denn ich habe einen Part von Holy Trinity aufgenommen, wo ich selber mir so denke, eigentlich ist es eine Frechheit, sowas hinterher hochzuladen. Also ich guck mal, ob ich es irgendwie vielleicht nochmal hinkriege, das nochmal im Nachhinein neu aufzunehmen. Es sah erstmal nicht ganz so schlimm aus. Ich habe nämlich versucht, an sich mal Holy Trinity mit Camtasia aufzunehmen, weil Fraps mich ja in dieser Hinsicht nicht nur jetzt einmal, nicht zum ersten Mal im Stich gelassen hat. Also es war ja schon ein anderes Mal so, das war im letzten Jahr zum Beispiel. Da wollte ich mit dem Schokokaninchen, der heißt ja jetzt inzwischen auch anders, ich weiß deinen aktuellen YouTube-Namen jetzt leider nicht. Also auch mit dem Schokokaninchen halt von damals und dem, verdammt, ich hab seinen Namen vergessen. Dem Gaminator, genau, mit den beiden wollte ich was zu Halloween aufnehmen, ein richtig gruseliges Lara-Spiel, was so auf Silent Hill 4 gemacht ist. Und wir hatten da auch richtig viel Spaß und haben uns gemeinsam gegruselt und es war so richtig geil. Und es wurde einfach nicht aufgenommen. Ich habe Fraps die ganze Zeit angehabt, ich habe vorher eine Testaufnahme gemacht, es lief wunderbar, keine Probleme. Und hinterher dann so von wegen, ja nö, ich habe keine Sekunde aufgenommen, nicht mal ansatzweise, ne. Und wir hatten da irgendwie eine Stunde oder so aufgenommen insgesamt. Oder fast, es waren glaube ich 45 Minuten oder 46 so halt um den Dreh. Und es war einfach nichts auf meinem Laptop gespeichert. Boah, habe ich mich aufgeregt. Das war so scheiße. Alter, das ging gar nicht. Ja, deswegen dachte ich so, scheiß auf Fraps. Wirklich, Fraps ist scheiße. Ist eine ganz nette Sache, aber es ist doof. Ich habe es nochmal auch extra ausprobiert, so von wegen, dass man sonst wenigstens bei Fraps auch die Zahlen sehen kann, dass es dadurch vielleicht auch ein bisschen angenehmer wird, dass ich auch wirklich weiß, dass er aufnimmt und sowas. Um nicht immer nachgucken zu müssen, kurz mit der Windows-Taste nochmal rauszugehen und wieder reinzugehen, was wegzuschneiden, etc., etc. War dann auch nicht möglich, obwohl ich vorher auch extra das Häkchen da reingemacht hatte bei hier Log Frames irgendwie in the Video, bla bla bla. War trotzdem noch zu sehen hinterher im Video, wo ich dann auch dachte, ja, kannst du es dir auch sparen. Eine Testaufnahme dieser Hinsicht nämlich gemacht und dann so von wegen funktioniert einfach mal nicht. Aktuelle Version von Fraps hatte ich dann auch nicht mehr drauf, weil ich es nochmal jetzt neu installiert habe vor kurzem. Weil das dann wieder gesplittet wurde, das Video, wo ich mir auch dachte, scheiße, wo ist die aktuelle Version von Fraps geblieben, wo man doch das da machen kann, dass es nicht mehr gesplittet wird. Ah. Ich habe auf jeden Fall, um es jetzt kurz zu machen, versucht halt mit Camtasia Fraps
mit Camtasia Fraps aufzunehmen. Natürlich, logisch. Nee, mit Camtasia Holy Trinity aufzunehmen. So wird ein Schuh draus. Und das sah erstmal okay aus. Ich habe dann hier so Fullscreen-Dingens da wieder angemacht bei Camtasia. Und dann habe ich hier halt so ein Hotkey belegt, ne? H extra passenderweise für Holy Trinity. Habe ich auf H gedrückt, lief auf der Countdown, ne? 3, 2, 1. Und Camtasia hat die Aufnahme durchaus gemacht. Und das Video ist in dieser Hinsicht zum Glück nicht allzu lang geworden. Es sind so 12 Minuten noch was. Aber ich empfehle euch, ich meine, ich habe eigentlich keinen Bock, das nochmal aufzunehmen. Ich muss gucken. Ich muss es echt gucken, weil, wie gesagt, es ist eigentlich scheiße. Es ist richtig scheiße. Ich meine, saubere HD-Qualität, schön und gut, aber immer nur für so ein paar Sekunden. Das ist nämlich Disco-Modus, so flacker, 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 flacker. Das war bei der Aufnahme nicht zu merken. Es hat am Anfang geflackert. Ich habe das am Anfang des Videos in der Aufnahme nämlich auch noch gesagt, so, Mann, ist das am Flackern. Wo man sich dann fragen könnte, ja Mensch, Wempi, warum hast du denn überhaupt 12 Minuten lang das so aufgenommen? Weil es hinterher nicht mehr geflackert hat in der Aufnahme. Und als das Video zu Ende war und ich reingeguckt habe, dachte ich so, ach du Scheiße. Aber selbst da sah es nicht ganz so schlimm aus. Es sah über Camtasia selber erstmal nicht so heftig aus wie jetzt gerade. Ich habe es heute gerendert nämlich und mir gerade so die ersten Sekunden angeguckt, da kriegt man Augenkrebs. Also wenn ich so hochlade, dann werde ich da extra das nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Bitte eher als Hörspiel anhören und nur selten mal hingucken. Da ist auch nicht viel passiert, also von daher, das kann man sich als Hörspiel getrost angucken. Das ist aus dem Grund sowieso, warum ich eigentlich RPG-Maker-Spiele auch selber gerne bei anderen Let's Playern gucke, weil man nicht immer hingucken muss auf dem Bildschirm. Man kann einfach mal auch weggucken, was anderes machen und eher so nebenbei als Hörspiel laufen lassen. Das finde ich eigentlich auch selber ganz nice. Bei dem Part sollte man es auf jeden Fall machen. Also ist dann dementsprechend Part 18. Part 18 von Holy Trinity, also schon mal vormerken, wenn der kommt, selten hingucken, weil sonst wird man bescheuert. Oder ich gucke nochmal, wie gesagt, ob ich den alten Spielstand irgendwie noch habe und nicht überspeichert habe, dass ich da vielleicht das nochmal neu aufnehme, weil eigentlich sollte ich das dringend tun. Das ist nicht ganz so toll. Oder ich lade beides hoch, einmal den Horrorpart zum Anhören, dass man weiß, wie ich es da kommentiert habe, einfach mal, um mir da halt zuzuhören, für die, die es halt interessiert. Ja, und dann halt nochmal was Vernünftiges. Aber sonst, wie gesagt, ist es nur für einen Part, der nicht allzu lang geht, also sonst ist es auch kein Weltuntergang, hoffe und denke ich mal. Wie gesagt, ich muss noch mal gucken, wie ich das so alles hinkriege, ob ich das hinkriege und so was halt alles, ne? Ja. Ja, ansonsten bin gerade so richtig im Holy Trinity Fieber. Es macht gerade wieder richtig Spaß, obwohl es ja echt eigentlich ein Scheißspiel ist. Es macht einfach Fun. Ich habe noch mal den Anfang jetzt auch bei TrueMG geguckt, um zu wissen, was mich ungefähr alles erwartet und wie ich da was machen kann, weil ich hatte gar keine Erinnerung mehr daran. Und es ist gut, dass ich mich da in dieser Hinsicht ein bisschen gespoilert habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, hinterher ziemlich verzweifelt. Warum genau, werde ich dann in dem Part selber ansprechen, das muss jetzt hier nicht gesagt werden. Und ich denke mal, ich werde Holy Trinity dann hochladen, wenn Spyro durch ist. Oder ich mache es als Samstagsprojekt, Wochenendprojekt. Also ich nehme erstmal noch ein bisschen weiter im Voraus Holy Trinity auf. Immer dann, wenn ich halt Zeit habe. Und dann irgendwann wird es, denke ich mal, so samstags und sonntags oder so, wird so eine Art Wochenendprojekt, Nebenprojekt in dieser Hinsicht dann, denke ich mal. Wahrscheinlich auch erst, wenn Spyro durch ist und so gegen Ende von Spyro. Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger schon so fast am Ende von Spyro angelangt, dass es dann so auch mal dazukommt. Das weiß ich noch nicht genau. Es kommt auch darauf an, wie ich jetzt noch die Tage zum Aufnehmen komme. Vielleicht nehme ich auch gleich sogar noch ein bisschen was auf. Ich weiß es nicht genau. Dass ihr da Bescheid wisst. Also ich habe, wie gesagt, Part 18 mit Camtasia mal aufgenommen. War horrormäßig. Dann habe ich noch zwei Parts oder drei Parts. Ein bisschen auf jeden Fall noch was mit Fraps aufgenommen. Und das Gute ist, ich habe von meinem Freund einen echt genialen Tipp bekommen, was ich auch sofort ausprobiert habe. Es hat geklappt. Wahrscheinlich werde ich euch Holy Trinity doch demnächst in super sauberer HD-Qualität präsentieren können, dank Camtasia und dank dem Tipp von meinem Freund. Er hat mir nämlich gesagt, mit Alt und Enter könnte man das Bild von RPG-Maker-Spielen groß und kleiner machen. Und ja, es hat echt funktioniert, weil ich konnte ja, wie gesagt, zum Verrecken Holy Trinity nicht im Fenstermodus starten. Das habe ich auch nochmal hinter, ich glaube, in Part 19 vor allem angesprochen von Holy Trinity, wo ich auch gesagt habe, so, sorry für den letzten Part, ich weiß, es war scheiße, bin aber zu faul, das nochmal neu aufzunehmen, sorry Leute, irgendwie sowas habe ich da gelabert. Und dann, aber ich kann es nicht im Fenstermodus öffnen, ich habe alles ausprobiert, es geht einfach nicht. Und ja, einfach mal ein paar Tasten drücken, dann geht's. Wie gesagt, Alt und Enter, damit kann man das halt entweder groß oder klein machen, je nachdem, was es am Anfang ist. Und dann auch wieder zurück, je nachdem, so wie man es halt haben möchte, wirklich.
Hätte ich das mal früher gewusst, wäre diese Horrorparty entstanden. Das heißt, demnächst kann ich es genauso aufnehmen wie Vampire's Dawn. Es wird richtig schön entspannt dann sein. Es wird zwar länger dann zum Rendern brauchen, aber Holy Trinity habe ich eh eigentlich nicht so lange Parts gemacht, immer nur so, ja, so 12 Minuten circa bis 15, also nicht so ganz lange wie bei Vampire's Dawn. Und ja, von daher, das denke ich mal, wird ganz gut. Und vor allem perfekt in dieser Hinsicht, wenn ich nochmal mit Kommentatoren, so ein paar Gäste halt dabei habe. Gerade wenn hinterher Chris dann dabei ist. Übrigens, Nachricht an dich, Chris, falls du es hier sehen solltest, ich habe schon einen ganz speziellen Ort mir auserwählt, wo du hinterher dabei sein kannst, weil ich denke mal, da passt es einfach am besten. Es wird aber noch eine Weile dauern. Aber allgemein für dich oder halt auch für andere weitere Überraschungsgäste in diesem Projekt. Ne, es kann nicht mehr so sein, wie das, was mit Aventuro passiert ist. Das ist einfach mal. Unsere Stimmen und der Ingame-Sound und so nicht aufgenommen werden. Mit Camtasia ist er ja herrlich verlässlich wirklich in dieser Hinsicht. Man macht eine Aufnahme und es läuft wirklich. Ich hatte mit Camtasia nie Probleme. Ich liebe dieses Programm wirklich. Oh, das ist so toll. Sauberer Klang und laute Stimmen auch wirklich. Ich war ja sonst bei gerade Holy Trinity mit der Stimme oft total übersteuert, obwohl mein Mikro dann irgendwie schon hier war. So ungefähr. Also, das war schon sehr seltsam, dass ich überhaupt noch so extrem laut war. Ich dachte, man müsste mich rein theoretisch gar nicht mehr hören, aber pff, nö. Das Spiel hat gedacht, Dexter, du bist immer noch voll übersteuert. Und ich dachte, scheiße. Ich meine, man konnte sich gut angucken und anhören, war jetzt nicht grausam, aber hätte schöner sein können. Naja, wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid? Das wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz loswerden, dass ihr da up to date seid. Vampire's Dawn kann ich mal kurz erwähnen, habe ich jetzt erstmal nichts aufgenommen. Muss ich aber auch nicht, weil da habe ich ja noch viele, viele Parts in Reserve. Ich habe ja aufgenommen bis Part, kann ich aber eben nachgucken. Ich habe aufgenommen bis Part. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? bis Part, bis Part, bis Part, da, 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 da. 66. Genau. Also ich habe bis einschließlich Part 66 habe ich alles so im Kasten hier zu Hause. Und ja. Das heißt, demnächst werde ich da auch mal die liebe Scarlett Anya mit dabei haben als Gästin. Da sind wir ja beide schon ganz heiß drauf, mal zusammen was aufzunehmen. Das wird garantiert sehr genial werden und lustig. Und ich wollte noch irgendwas anderes erwähnen. Kleiner Funfact am Rande. Kann ich aber eben ganz kurz erwähnen. Mein Freund hat mir neulich dann so ein paar Sachen erzählen wollen von Vampire's Dawn, weil er sich tatsächlich durch mein Let's Play das Spiel auch geholt hat. Also von daher, ne, es finden nicht alle scheiße. Finde ich toll. Hat er so ein bisschen gespielt, dann hat er mir erzählt, so, ja, wenn du da und dahin gehst, dann passiert das und das. Ich saß da so, hab gesagt, du, danke, aber das weiß ich schon, ich bin da schon längst durch. Weil ich so weiter noch nicht hochgeladen habe. Dann so, oh, okay. Das war ganz witzig. Und ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich habe ihn in mehreren Parts von Vampire's Dawn auch als Gast dabei gehabt. Das war bei der Nebenquest, wo ich das Armband dann geholt habe für diese eine Tante da in Lim. Und dann sind wir noch zusammen ins Freudenhaus hintergegangen. Das klingt auch sehr geil, ne? So, wir sind hinterher noch ins Freudenhaus gegangen. Ja, im Spiel natürlich, nichts anderes. Ja, ich glaube, ich wollte doch irgendwas erwähnen. Das kommt davon, wenn man sich keinen Zettel schreibt. Habe ich heute nämlich ausnahmsweise mal nicht gemacht. Weil ich dachte so, auch locker flockig, mal eben so locker aus dem Handgelenk geschüttelt. Aber ich wollte, glaube ich, noch irgendwas erwähnen. Ich weiß es auch sofort wieder. Haha, Glück gehabt. Ich hatte ja vor langer Zeit meinen sogenanntes Let's Lachen-Projekt gemacht, wo aber nur zwei Parts von geworden sind, weil mir keiner irgendwie Bock hatte, sonst andere peinliche oder lustige Geschichten zu schicken. Kann ich auch verstehen, muss ja auch nicht jeder. Auch wenn es anonym angeboten wurde, egal. Ich habe da aber was anderes entdeckt, was ich dann demnächst mal euch da präsentieren könnte, weil es einfach wirklich lustig ist. Das werde ich wohl auch dann mit Camtasia aufnehmen, ne, den Bildschirm aufnehmen, dass ihr dann auch selber mitlesen könnt. Da waren auch so ein paar Fotos nämlich mit dabei. Habe ich auch von meinem Freund lustigerweise empfohlen bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle. Das war sowas, kennt vielleicht sogar der ein oder andere von euch, wo man halt Läden nicht ernst nehmen konnte. Das gibt's einmal für Rewe, Lidl und ich glaube dann auch noch Netto und so. Ich habe nicht weitergeguckt. Ich habe nur Rewe und Lidl mir durchgeguckt und ich lag hier schon fast auf dem Boden vor Lachen, weil das so witzig war, was die echt mal ja im Laden gebracht haben. Die haben es ja wirklich gebracht. Das waren ganz normale Kunden, die da halt so das entdeckt haben, dann Fotos gemacht haben, dann irgendwo gepostet haben und wurde es von jemand anderem wiederum irgendwo zusammengefügt. So 10 Dinge, wo man Lidl nicht ernst nehmen konnte. Und das gleiche dann halt auch für die anderen Läden. Das ist so geil. Ein Beispiel, um mal zu wissen,
was genau das vorgefallen ist, dass da Popcorn im Obst- und Gemüsefach lag, wo da einer hingeschrieben hatte, ja, Popcorn ist sehr gesund, Lidl lehrt es uns. Das sah echt so geil aus. Ach nee, aber noch viele andere Sachen, die viel lustiger waren. Also wenn das mal kommt, das werde ich irgendwann halt so, ja, die Tage, besser gesagt die Wochen, mal aufnehmen, denke ich mal. Sofern es halt alles so klappt und ich das zeitlich halt auch da Lust zu habe und das zeitlich schaffe, etc. Und ja, aber da könnt ihr euch drauf freuen, das ist wirklich sehr witzig und genial. Und hoffen wir mal, dass da Camtasia nicht einen auf Disco-Modus macht, wenn ich dann wieder den ganzen Desktop aufnehme. Aber ich denke mal, da war Holy Trinity eine Ausnahme. Ich glaube, das Programm mag das Spiel einfach auch nicht, vielleicht deswegen. Hat gesagt, dann noch im Vollbild. Nein, bloß nicht. Ne, wer weiß. Ich könnte ja Camtasia in der Hinsicht verstehen. Also, ne, armes Programm, hast mein volles Mitgefühl. ja. Das wär's dann auch. Oh, jetzt haben wir echt schon wieder 16 Minuten. Vor allem wir. Nee, ich habe jetzt 16 Minuten schon wieder gut gelabert hier, wo ich gesagt habe, ein kurzes Infovideo. Ja, so kann's gehen. Aber da wisst ihr einfach mal Bescheid. Nochmal kleiner Zwischenstopp kann ich auch sagen. Mit meinen Büchern komme ich immer noch gut weiter voran. Der Verlag, den ich erstmal ausgewählt hatte, werde ich wohl nicht nehmen, weil ich da ja eine E-Mail hingeschickt hatte mit Rückfragen. Und ich habe heute eine Antwort bekommen, wo eigentlich nur die Sachen drin standen, die auf der Homepage auch standen, mit der Ausnahme, dass die den Preis jetzt noch höher gemacht haben, Veröffentlichung ab so und so viel möglich. Das war direkt mal wirklich um gute 500 Euro teurer, wo ich auch dachte, bitte was? Also ich habe gefragt, ob es günstiger geht, nicht ob es teurer geht. Teurer ist mir klar, dass es immer möglich ist. Also da muss ich mich nach weiteren Verlegen mal umsehen, aber naja, ich muss ja sowieso erstmal fertig werden mit dem Buch, von daher scheiß drauf. Ja, aber da läuft's gut, alles tutti und ja. In dieser Hinsicht wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier seht. Schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht und ja, wir hören bzw. sehen uns bei Vampire Stone, Holy Trinity, die Apokalypse oder halt Spyro the Dragon oder beim nächsten Infovideo oder Auftritt von mir, wann auch immer ich halt wieder was, wie, wo, wann, warum, wozu hochlade. Und ja, bis dahin. Bye bye.